Herzlich willkommen bei der Windhund-Gang. Wir hatten neulich Besuch, somit auch Elvis und Loki von der lieben Dorothea. Und die beiden, die haben sich echt schockverliebt an Dorothea. Wenn da nicht Rayo gewesen wäre, ihr persönlicher Bodyguard. Den hat sie im Moment immer dabei. Den braucht sie auch noch. Weil sie ist noch ein bisschen ängstlich gegenüber Menschen und allem Neuen. Und der Rayo, der zeigt ihr im Moment die Welt. Und dass alles gar nicht so schlimm ist. So auch beim Fotoshooting hat er ihr das erstmal alles vorgemacht, wie das funktioniert, fotografiert zu werden und danach die passende Gage einzufordern. Ja, die darf auch nicht zu klein ausfallen. Da, sie schaut noch ein bisschen misstrauisch auf den Bildern, aber es hat nachher wirklich super mit ihr geklappt. Sie hat sich toll fotografieren lassen und haben echt schöne Bilder von ihr hinbekommen. Die Dorothea wird vermittelt über die Galgo Friends, ist im Moment auf einer Pflegestelle in Deutschland seit April. Sie ist 6 Jahre alt. Die Galgo Friends wünschen sich für Dorothea eine Familie oder einen Menschen, der Galgo erfahren ist und auch einen sicheren Ersthund schon in seinem Rudel hat, der dann so ein bisschen den Part von Rayo übernehmen kann und ihr nochmal so ein bisschen das Leben hier bei uns zeigen kann. Sie ist gegenüber allen Mittelmeerkrankheiten negativ getestet. Sie geht super gut an der Leine, wie ihr da gerade gesehen habt. Versteht sich mit allen Artgenossen, ja, richtig gut, muss ich sagen. Also mit Elvius und Loki gab es keine Probleme. Die haben sich direkt angefreundet. Ich würde mich freuen, wenn sie eine neue Familie finden würde. Ihr seht hier unten, da blende ich euch nochmal die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse von den Galgo Friends ein. Da könnt ihr anrufen oder eine E-Mail hinschreiben. Und ich danke euch fürs Zuhören und Zuschauen. Macht's gut und bis bald.